Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal im Multiplayer und immer noch auf Server 1, weil ich hier ja eine kleine Aufnahmesession gemacht habe. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich hier am Stück aufnehme. Wir haben in der Zwischenzeit wieder für Karlskrona geladen und wollen da auch wieder hin zurück. Schauen wir mal, schickt er uns jetzt anders lang raus. Wir wollen aber vorher nochmal die Werkstatt aufsuchen, denn wir haben Level... was machst du? Wir haben Level 9 erreicht und damit stehen uns wieder neue Ausrüstungsteile zur Verfügung. Außerdem müssen wir den Truck mal kurz in die Wartung schieben, damit es nicht so teuer wird später. Ja, allzu viel können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Wir sind ja nur bei 8.438 € und müssen ja auch noch ein Stückchen fahren und die Kreditrate kommt ja demnächst auch noch und tanken müssen wir auch irgendwann. Schauen wir mal, jetzt fahren wir erstmal in die Werkstatt, gucken uns wenigstens an, was es denn so schönes Neues gibt. Und wir haben jetzt einen Volvo-Händler entdeckt. Okay, Volvo konnten wir vorher schon kaufen, ist aber nicht so schlimm. Hauptsache, wir entdecken sie mal, ne? Dass wir irgendwann mal alle Fragezeichen auf der Karte weg haben. So, damit sind wir jetzt in der Werkstatt. Wir gucken mal, was der LKW-Konfigurator so sagt. Neues Fahrerhaus gibt es erst bei Level 12. Ist nicht so schlimm. Fahrwerk 6x2, nö, brauchen wir nicht. Motor gibt es leider auch noch keinen neuen. Den gibt es erst bei Level 10. Neues Getriebe gibt es auch erst bei Level 10. Innenraum erst bei Level 12 brauchen wir nicht. V8 Black. Was haben wir denn da? Naja gut, das ist auch nur schwarz. Was gibt es denn hier noch so schönes? Slate? Nö, auch nicht. Wir bleiben erstmal bei unserem Aldi Blau. Hier was Neues. Können wir uns vielleicht mal rund umleuchten aufs Dach pappen? Ja, wir könnten uns jetzt tatsächlich rund umleuchten aufs Dach packen. Bringt uns jetzt aber nicht so wirklich weiter, weil wir können ja noch kein Schwerlasten, Überbreite und so weiter und so fort fahren. So lassen wir das noch. Wir sparen das Geld lieber. Lackierte Hauptspiegel brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was können wir da? Was können wir da? Ne, können wir überhaupt was? Ne. Das finde ich alles nicht. So ein Firlefanz brauchen wir nicht. Es gibt neue Reifen. Spritsparreifen. Lohnt sich das? Sehen auf jeden Fall cool aus. Komm, das können wir uns leisten. Das gönnen wir uns. Wartung, wie sieht's da aus? Müssen wir hier was warten? Ja, 1% der normale Verschleiß, das machen wir auch noch schnell. Weil sonst wird das nachher wieder so teuer. Was gibt's denn? Gibt's denn im Auflieger auch schon was Neues? Einzel, ja, Doppel wollen wir nicht. Aber ich denke, ich kann mir, achso, die muss ich wahrscheinlich dann extra kaufen. Hier gibt es was Neues. Exklusiv. Na ja, gut. Brauchen wir das? Vollschutz sieht auf jeden Fall schöner aus, aber ach nö. Halt, nö. Na ja, gut. Dann lassen wir das so. Hier gibt es auch was Neues. Brauchen wir nicht. Hier gibt es nichts Neues. Es bleibt alles so, wie es ist. Krone Easy Rider. Spart ja richtig Kohle. Das ist ja A und B. Das ist, das nehmen wir uns, das gönnen wir uns. Da sparen wir Sprit. So, jetzt haben wir genug Geld ausgegeben. Wir fahren weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor heute. Wo geht's denn hier? Ach, da. Ich kann sagen, wo geht's denn hier wieder raus?
brauchen aber auch Einfahrten hier. Meine Herren, das ist alles noch aus Zeiten, wo man nur mit dem Track und ohne Trailer unterwegs war. Wenn man zur Werkstatt fahren wollte. Huch! So, Feuer frei. Den machen wir mal wieder raus hier. Wieder das Licht anmachen, damit wir was sehen im Cockpit hier. Er träumt da wieder vor sich hin und fährt hier fast noch gegen eine Wand. Oh. Die fahren aber auch Strecken hier mit uns. Ja gut, die haben wir uns selber ausgesucht vorhin. So, gleich sind wir wieder auf der Autobahn. Diesmal genau in die andere Richtung, aus der wir gerade, also aus der wir vorhin gekommen sind, quasi. Wir sind hier immer noch allein auf weiter Flur. Mein Video ist immer noch nicht fertig mit Hochladen. Viel zu schnell, viel zu schnell. '85 ist eine gute Marke, wie ich gehört habe, so im Realen. Dann halten wir das hier auf dem Simulationsserver auch mal so bei. Auch wenn wir auf den anderen Servern nachher, wenn wir mal wieder auf den anderen spielen, weil wir ein bisschen Bock auf mehr Leute haben, ein bisschen mehr Verkehr haben. Auch wenn wir da dann meistens so 90, 95 fahren, weil 100 mit den meisten normalen Gütern, die es so gibt hier, so um die 20 Tonnen, haben wir dann doch so ein bisschen Probleme, die 100 überhaupt zu erreichen, zumindest mit der Motorisierung, was sich ja vielleicht im nächsten Level dann wieder um 20 PS erhöht. Dann kommen wir den realen Marken der PS-Zahlen noch so ziemlich hin. In die Nähe zumindest. Aber das ist ja doch meistens so, die MAN, die so unterwegs sind, das sind ja meistens 18440, 18480. Ganz selten mal 18500 oder so, 520 oder, nee, wie war das? Keine Ahnung. Ja. Also 18400 habe ich zwar auch schon gesehen, aber das sind dann meistens die polnischen Kollegen von den Polstermöbelproduktionen, die dann mit so einem Einachs-Auflieger da unterwegs sind, wo dann hinten bloß Matratzen drauf gestapelt sind. Die wiegen ja nun nix, die Dinger. Oder generell Möbeltransporte. Sind wir hinzu auch schon durch den Tunnel gefahren? Nee, hier sind wir doch gar nicht lang gefahren, oder? Glaube ich. Eine ganz andere Strecke hinzugefahren. Kann das sein? Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr, obwohl es bei mir erst 5 Minuten her ist, bei euch wahrscheinlich den ganzen Tag. Oder zwei, je nachdem wie schnell ich bzw. YouTube mit Hochladen sind. Wie auch immer. Wir gondeln hier ganz gemütlich mit unseren 85 vor uns hin. Kein Mensch, kein Tier, weit und breit.
Huch, da war der Rödelstreifen. Hier gerade drüber gefahren, deswegen hat er so gebrummt. Das kommt davon, wenn man hier verträumt in die Landschaft guckt. Nö, tanken müssen wir immer noch nicht. Glaube ich. Gucken mal, hupsala, wir gucken mal schnell. Ist noch gut halb voll. 260 Kilometer noch? Was? Mehr nicht? Wir sind ja fast gleich da. Das kam mir auf der Hintour irgendwie, aber irgendwie... Aber irgendwie, irgendwie. Länger vor. Dieses Navi ist verwirrend. Das schickt mich jetzt, ich sehe es ja auf der Karte hier, das schickt mich jetzt eine ganz andere Strecke zurück, als wir hergefahren sind, obwohl Ziel und Start ja so ziemlich das gleiche sind. Aber wer weiß, vielleicht ist es auf dem anderen gerade eine Verkehrsstörung oder so, bei keinem Verkehr. Wechsel. Nee, da wollen wir nicht hin. Das ignorieren wir einfach mal getrost. Da fahren wir dran vorbei. Mich würde ja mal interessieren, was ihr so für Mods habt, beziehungsweise was es denn so überhaupt für Mods gibt, die man auch im Multiplayer verwenden kann. Ich habe da zwar schon einige Hinweise gefunden, bin aus denen aber noch nicht so ganz schlau geworden. Ja, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Kommentar unten im Kommentarbereich hier bei YouTube. Würde mich echt mal interessieren. Weil bis auf den DAF gibt es ja da jetzt nicht so groß die Verschönerungsauswahl, gerade auch was so die Anbauteile betrifft und so. Würde mich da echt mal interessieren, was es da so gibt, was man auch im Multiplayer verwenden kann. Ich denke sicherlich, wir werden das ein oder andere Singleplayer-Spiel nachher noch starten, wenn denn die neue TSM da ist. Oder auch nicht, ich weiß nicht, ich habe das jetzt die letzten Wochen nicht so intensiv verfolgt, ob es denn jetzt vor dem Beyond Baltic Seas überhaupt noch ein Update gibt oder ob es danach erst eins gibt, weil es ist ja doch eine Menge Arbeit, diese Map immer wieder anzupassen. Und nun hat ja SCS mit dem letzten Update, mit dem letzten großen Update, ja, die halbe Deutschlandkarte auch noch überarbeitet. Ich das so gesehen habe. Ui, 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 ui. Da ist das sicherlich eine Heidenarbeit für die Mapper, das auch wieder anzupassen. Ja. Also, wie gesagt, das wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht auch, wenn da ein RJL Scania oder so, mal gucken. Denke mal aber hier im Multiplayer-Bereich, da werden wir uns so auf die normalen Sachen beschränken. Was hier im Multiplayer halt möglich ist, beziehungsweise ob da überhaupt was möglich ist. Und dann denke ich mal auf den DAF umsatteln, den man da optisch ja doch ein bisschen verschönern kann. Also verschönern kann man die hier zwar auch, die normalen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also Decals draufkleben und Patches in die Scheibe batschen und hier rückwandbeleuchtete Schilder und was weiß der Schnulli nicht alles. Also alles, was so ein Showtruck so ausmacht, ne? Der gerade noch so Straßenzulassung gekriegt hat.
Apropos Showtrack mit Straßenzulassung, ich müsste auch mal wieder Asphalt Cowboys gucken. Auch wenn die Serie von vorne bis hinten durchgeskriptet ist, genau wie Gold Rush. Und was weiß ich, was da noch so alles gibt auf D-Max. Das hat ja der Nottelmann, glaube ich, war es gewesen. Mal gesagt, deswegen ist er ja auch nicht mehr so wirklich dabei. Dass das ja doch alles bloß so ein bisschen geskriptetes Zeug ist. Weil diese heile Trucker-Romantik-Welt, die gibt's glaube ich nicht. Und wenn man da so bei einigen Leuten gesehen hat, mal eben so schnell mit dem Solo, mit der Solo-Maschine mal eben schnell durch Paris fahren oder so, ich glaube, da wird dir der Chef einen Vogel zeigen, wenn du das machst. Ich glaube, die Zeit hat auch gar keiner, da mal eben hier irgendwie einen halben Tag da durch die Gegend zu gondeln. Das gibt das heutzutage, glaube ich, alles nicht mehr. Da heißt das ja dann wirklich fahren, fahren, fahren. Jetzt müssen wir schon wieder runterbremsen hier. Was ist denn hier los? Vor allem warum? Das ist mir jetzt gerade nicht begreiflich. Ach so, jetzt haben wir schon wieder das Ding hier offen. So, jetzt dürfen wir wieder schneller fahren. 91 wollen wir trotzdem nicht. Oh, ich habe... Upsala, da passt man einmal nicht auf. Ich habe wieder einen normalen Ping. Das heißt, mein Video scheint fertig zu sein. Also fertig hochgeladen zu sein. Jetzt habe ich das Ding wieder, den Root Advisor wieder zugemacht, ohne vorher zu gucken, wie lange wir noch brauchen. Eine Stunde 39 sind wir da, noch knappe 100 Kilometer. Da steht auch schon Karlskrona auf dem Schild. Das heißt, wir haben es gleich wieder geschafft. Wir sind gleich wieder am Ziel unserer Reise. Und schon dürfen wir wieder bremsen. Und wir müssen immer noch nicht tanken. Wir müssen mal zusehen, dass wir in der nächsten Tour vielleicht wieder nach Polen zurückkommen. Können wir in Polen tanken gehen. Jetzt dürfen wir wieder Gas geben. Also mit der Spritsparprämie wird es in dieser Folge wahrscheinlich nichts hier. Ist das in Schweden wirklich so, dass man hier wieder 70er Strecken, dann darf man wieder zweispurig, dann darf man wieder 80 fahren, jetzt dürfen wir wieder bremsen. Ist das wirklich so extrem in Schweden oder ist das hier nur, weil das hier alles so ein bisschen eingekürzt ist? Ich weiß das nicht. Wenn es ihr wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich lerne ja gerne dazu. Da kommt mir doch tatsächlich ganz verirrt ein einsamer Fahrer entgegen. Jetzt weiß ich, warum die alle hupen. Hier ist so wenig los, da freut man sich, wenn man mal einen sieht. So, aber wenn wir hier fertig sind, dann muss ich doch erstmal eine Pause einlegen. Was die Videos angeht. Ich habe jetzt insgesamt 2 Folgen LS17 auf der Multimap aufgenommen und jetzt noch 3 Folgen Euro Truck Simulator. Kann ich ja schneller fahren. Man. Muss ich da so gerallt haben, muss ich schon wieder bremsen. Nee, und da drückt mir dann doch so langsam das Headset auf den Ohren. Nach knappen 3 Stunden. Hier sind Fußgänger auf der Autobahn. Auch nicht schlecht. In Deutschland hätte es da gleich schon wieder einen Großalarm bei der Polizei gegeben. So. Jetzt dürfen wir garantiert gleich wieder bremsen, sag ich doch.
Das ist aber auch eine komische Verkehrsführung hier. Ich muss ja hier lang. Karlskrona. Jetzt müssen wir hier wieder rechts abbiegen. Und wir haben mal eine grüne Ampel erwischt. Was ist denn da kaputt? Das kennen wir ja gar nicht mehr. An die Ampel ranfahren und gleich weiterfahren, ohne zu bremsen. So, damit sind wir jetzt zum zweiten Mal. You have entered the city, you have left the city. Wie, jetzt bin ich schon wieder in der Stadt. Damit sind wir jetzt zum zweiten Mal in Karlskrona. Innerhalb weniger Zeit, Touren, wie auch immer. Wir dekorieren hier erstmal einmal kräftig um. Ja, Scheibenwischer haben wir nebenbei auch noch angemacht. Mein Gott. Und ich habe mich so gefreut, dass ich die letzten Folgen hier einigermaßen schadensfrei aus den ganzen Dingern rausgekommen bin. Und jetzt nieten wir hier gleich einen ganzen Schilderwald um. Kommt wer, kommt keiner, können wir weiterfahren. So wie es aussieht, müssen wir hier irgendwie in den Hafen oder so. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Ja, sage ich doch, wir müssen in den Hafen. Und laden unser Gedöns im Hafen aus. Wahrscheinlich Ersatzteile für ein Schiff oder so. Keine Ahnung. Polaris Lines. Ist doch hier die ETS-interne Fähre oder so. Hauptsache, das ist nicht die Fähre, mit der wir nachher wieder zurückfahren. Hui. So, damit sind wir auch schon fast an unserem Ziel. Quasi noch einmal geradeaus und dann sind wir da. Jetzt leckt das hier auch noch wie Sau. Ich weiß gar nicht warum. Ist das schon hier? Ja, das ist schon hier. Hier wollen wir hin. Einmal in die Ecke. Damit hätten wir uns jetzt wahrscheinlich die komplette rechte Seite aufgerissen. Hallo, du sollst Gang einlegen, habe ich gesagt. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es bis heute nicht. Nee, so war das nix. So auch nicht. Ich habe jetzt nicht noch zu voll. Ich überspringe das Ganze jetzt. Auch wenn es damit Punkte flöten geht. Ja, da haben wir ja noch ein Stück zu tun bis Level 10. Ich nehme schon mal den nächsten Auftrag an. Oder nein, nehme ich nicht. Glaube ich. Nee, habe ich jetzt keine Lust zu.
Ich wollte ja eine Pause einlegen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte, 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 bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Solltet ihr irgendwas Spezielles sehen wollen, irgendeine Tour irgendwo hin, so lasst mir einen Kommentar da, schreibt's hin. Ich versuche es zu realisieren. Wie gesagt, ich kann ja gerade auf diese Touren hier im Multiplayer kann ich ja keinen Einfluss nehmen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.